Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die mit Dried LP. Und Darkest Play, er ist wieder gesund. Yay, ich bin wieder da. Und noch was Geiles ist passiert. Man hat schon gesehen bei Dried LP in dem Video. Die Alpha 2 ist draußen. Und wir spielen hier den Zombie-Horde-Modus. Und wo hast du eine Kiste gesehen? Wir müssen uns unbedingt da hinten. Boah, ich habe gerade voll die FPS-Abbrüche gehabt. Aber naja, so ist das halt hier bei 7 Days to Die. Ich habe hier kleine Probleme ein bisschen, falls ihr euch wundert, mit diesen schwarzen Vierecken. Das soll Gras sein. Irgendwo soll hier eine Kiste liegen. Die hängt im Baum. Will mich verarschen? Mit einem Vogelnest. Doch. Ich töte den Baum. Okay, hau den Baum um. Helf mir, das dauert sonst lange. Du musst unten und runterschlagen. Ja, ich hau doch die ganze Zeit schon. Auf die Erde! Auf die Erde. Oh, die Kiste kommt, Vorsicht! Okay, ich guck rein. Wir haben Fackeln, ganz viele Eisenbarren und Pinewood. Das Holz nehmen wir mal zur Sicherheit mit, damit wir uns vielleicht eine kleine Festung bauen können. Und die nächste Kiste ist hier vorne, die hängt auch im Baum. Was ist der Horde-Modus? Kurz mal, um es zu beschreiben. Wir haben bis zur Nacht halt und dann kommen die Zombie-Horden. Jetzt gibt's, glaube ich, noch keine Zombies. Die spawnen dann halt erst in der Nacht und wir haben halt Zeit, um uns auszurüsten und haben halt diese Supply-Kisten. Und hier ist die Ausrüstung. Pickaxe. Ja, ich kann an die Kiste gehen, wenn du in der Kiste bist. Ja, pass auf, du nimmst jetzt eine Keule haben wir noch. Du nimmst den Rest mit. Da schwimmt's noch. Du hast auch noch Shotgun-Munition. Ich habe jetzt keine gekriegt, aber es gibt ja noch mehrere Kisten. Ich habe hier noch Painkillers. Aber dafür habe ich noch so einen Re-Iron-Club. Okay. Die Shotgun sieht auch ein bisschen neu aus, oder? Ich weiß nicht. Die nächste Kiste. Was sind das für Sterne hier vorne? Ja, hier können überall die Kisten geschmissen werden. Okay, hier vorne. Okay, ich habe Shotgun-Shells. Was auch neu ist, die Waffen, die sind alle schon beschädigt. Da kommt eine Kiste hier runter. Okay, ich sammle gerade schon mal ein bisschen Essen und ich habe noch eine Pistole. Also ich habe eine Essenskiste hier. Okay, sehr schön. Wo bist du denn? Wo bist du? Ich teile das Wasser gleich mal auf und das Essen auch auf. Also. Wo bist denn du? Ich bin hier. Oh, du hast gerade gelackt. Oh, die Kiste ist kaputt, ja. Das liegt wohl am Map schicken. Das kann gut sein. Ja, wir schicken uns gerade die Map rüber bei Skype und das kann sein, dass unsere Internetverbindung ein wenig am Leiden ist gerade. Ach, das hier ist auch noch eine Essenskiste, dann nimmst du die Essenskiste komplett. Okay, hier sind auch Bandagen drin. Ja, ich habe auch eine Bandage. Du hast gerade schon wieder gelackt. Bandage, hast du gerade gesagt? Bandage. Schon wieder. Bandage. Ich weiß ganz, ich übernachte hier in diesem Zelt. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob das sicher ist. Das ist gut. Ob das so sicher ist? Also ich habe gehört, das ist cool. Was machst du denn? Ja, Alter. Hi. Was ist dein Problem? Hey. Guck mal da oben. Was machst du denn hier für ein Kacke? Ich bin beim Reden, wir flirten. Na, geht's dir gut? Okay, noch geflirtet. Was störst du hier? Ach, du bist ja eigentlich eine Frau. Hallo, wir haben da hinten noch Kisten. Da hinten sind noch Kisten gespawnt. Ich bin abgelenkt. Wie du auf die Map siehst. Ich nehme auch mal hier mal Vogeleier mit. Vogeleier. Ich gucke jetzt nur noch auf deinen Arsch. Okay. Spiel ich gerade weiblich? Ja, du spielst weiblich. Ach du Scheiße. So, eine Essenskiste. Ich nehme mal zwei Fleisch raus. Den Rest kannst du. Für alle, die dein Video nicht gesehen haben, muss man ein bisschen was erzählen. Was gibt es denn alles so Neues hier in der Alpha 2? Weil du hast ja schon ein Video gemacht dazu. Ja, es gibt die Hunting Rifle. So ein Jagdgewehr, das habe ich schon gesehen. Und Zombiehunde. Die Wall-Climbing Enemies, also die Wall-Climbing-Zombies, die sind auch da, die funktionieren aber noch nicht so ganz. Okay, also da vorne ist noch eine Kiste, habe ich in der Map gesehen. Map. Ja, und was gibt's denn sonst noch Neues? Mal kurz überlegen. Das Design von der MP5 haben die geändert. Sieht jetzt sehr schön aus. Hast du schon eine Axt? Nein. Dann, ich habe auch keine. Dann nehme ich die Axt. Hier ist noch eine Keule. Eine Keule hast du ja auch noch nicht. Ich habe eine Keule. Ach, nimm sie dir auch noch mit. Okay, dann habe ich zwei. Kommt jetzt noch was? Weil es sieht so mapmäßig so aus, als ob jetzt nichts mehr kommen würde. Ja, wir müssen uns jetzt hier für die Zombie-Welle vorbereiten, die in 6 Stunden kommt. Wollen wir uns einfach so einen Turm bauen nach oben? Ja, aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Munition und alles.
Ein Turm, das bringt glaube ich nichts. Wir müssen uns schon irgendwas Was? Mit dem Dach machen, weil auch diese Fliegeviecher kommen. Und was mit am besten irgendein Graben, weißt du? Ein Graben? Ja, mit was können wir uns denn schnell einen Graben machen? Ich habe nur eine Kettensäge. Weil ich hätte uns jetzt so eine Art Podest gebaut, weißt du? Ja, aber der ist auf Berg am besten noch. Ja, am Berg, genau. Oder es ist gerade am Laggen. Wie Teufel. Wie Teufel? Ja, man hört fast kein Wort bei dir. Sehr schön. Und sehr komisch. Das war auch mal sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Hier ist noch Ken of Ham. Am Ham. Ken of Ham. Ken of Ham. Der Berg hier. Ja, der Berg, der sieht bergig genug aus. Ich werde mir auch mal die Kettensäge ausrüsten, damit ich auch gewappnet bin in den Kampf gegen dem Holz. Du hast eine Kettensäge? Ja. Die habe ich in einer Kiste gefunden. Dann brode mal hier das Ganze. Soll ich die mal hinschmeißen? Boah, die sind stabiler geworden, die Häuser. Okay. Ich habe 6 Fuel. Ich habe es immer hier hingeschmissen. Ja. Ich hau hier nochmal 2 Bäume um. Ist. Ja, klar. Ja, und ich habe das Gefühl, dass bis jetzt so die Bäume, die gefallen sind, dass da auch auf jeden Fall mehr Holz ja, definitiv. Also wie davor, dass wirklich nur manchmal 3, 4 rauskamen, sondern wirklich mal ein paar mehr auf jeden Fall. So, kümmer du dich um das Holz einzusammeln. Ich nehme auch ab und zu welche mit, damit ich auch bauen kann. Okay. So, hier ist auch noch ein Bäumchen. Ein Bäumchen, rüttel dich. Wie viel Holz kann ich gerne einsammeln, ey, wie du hier fällst in der Kürze. Ja, ich bin hier. Ich bin hier sehr. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das schon? Wie heißt das Wort? Sehr produktiv, Alter. Produktiv, Alter? Nee, ich bin produktiv. Und du bist deproduktiv. Produkt, du bist die. Du bist was? So. Ich hab mal angetouched das Vogelnetz. Oh. Vogelnetz. Vogelnetz? Das heißt Vogelnetz. Netzt. Nest. Ja. Ach so. Nest. Lässt? Nest, ja. Lässt. Ich muss mal unbedingt hier diese schwarzen Dinger wegmachen. Schwarzen Dinger? Ja, die sind schwarz bei mir. Sieht sehr lustig aus. Jedes Gras bei mir ist schwarz. Wie viel Holz habe ich denn? Ach du heiliges Kanonenrohr. 200. Schwarz. Ich habe 228. Schwarz. Schwarz. Ich werde uns schon mal uns von der Größe. Schwarz. Schwarz. Eine kleine Grundfläche bauen. Boah, das lag gerade dermaßen. Das ist gut. Wir müssen ja ein bisschen Platz haben. So, das reicht. Wir machen doppelte Wände am besten dann. Ups. Ich fülle den ganzen Scheiß hier dann schon mal aus. Ja, wir müssen es aber nicht groß machen. Weil stimmt, das könnten wir eigentlich noch lassen. Warum hält er meine Kettensäge noch oben? Ist der behindert? So. Behindert-Kindi. So, sollen wir das hier noch ausfüllen? Nein. So einen Boden machen? Nein. Brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Wir machen das gleich alles. Wir machen aber eine doppelte dicke Wand, weißt du? Dass es stabiler ist. Dann wieder eine Leiter bringt ja nichts. Nee, die Zombies, die können jetzt auch Leitern klettern. Wie man in meinem Video auch gesehen hat. Ich wurde auf einmal verfolgt von den Scheißviechern. Ich wusste gar nicht, wo die herkamen. Ja, wurdest du nicht von einer Biene getötet? Ja, auch. Zweimal sogar. Ja, weil ein Warclimbing-Zombie habe ich extra bei dir noch nicht gesehen. Also ich habe so diese Krabbelviecher gesehen. Mhm. Aber ich habe nicht so gesehen, dass du getötet wurdest von einem. Nee, vom Wallclimbing wurde ich noch nicht getötet. Okay. So. Hast du schon einen Hochklettern gesehen? Ja. Klappt das? Die buggen manchmal ein bisschen rum, aber es geht. Okay. So, die doppelte Wand bauen wir uns mal hier. Das ist natürlich sicherer, weil die Zombies, die sind auch ein wenig aggressiver geworden. Ist mir so aufgefallen. Und die Zombiehunde, genau, die gibt's jetzt auch. Und die Frage ist, schaffen es wirklich eine Nacht zu leben? Boah. Oder? Das ist die Frage. Nach der ersten Nacht. Ja. Hast du eine Schaufel oder sowas? Nee. Aber hier kommen immer noch weitere Kisten. Da könnten wir nicht mal Ausschau halten. Nee, wir können uns eigentlich jetzt da schon jede Menge Woodspikes einfach rummachen. Ja, da kümmerst du dich am besten rum. Ich mach da mal die Wand. Okay. Eine doppelte Wand mit doppeltem Boden. Ist am besten. Wir haben ja kein anderes Material hier. Da müssen wir ja Holz nehmen. Das ist einfach zu beschaffen. War das aus Schapan-Sticks? Der Schapan ist auch wieder da. Hey, Schapan!
Wir schappern halt da. Ey, wenn du Schappern kennst, hast du keine Probleme. Nein, alles okay, Schappern. Wo hab ich denn jetzt hingeschmissen? Let's Schappern. Schapp it out now. So, ja, das sind wirklich aus den Schappern. Oder heißen die anders? Oh, schönes Symbol von Woodbikes, das gefällt mir echt gut. Also da vielleicht gehen jetzt sogar die Minen. Das kann natürlich sein. Also das was wir unbedingt dann, wenn wir wieder mit unserer Kuppel spielen, testen. Auf jeden Fall. Dann verkuppeln wir um unserer Kuppel ein paar Minen hin. Aber wir konnten uns es nicht nehmen lassen, erstmal den neuen Modus zu spielen. Ja, wir sind ja auch gerade noch die Map am kopieren, weil das irgendwie beim Darkest auf dem PC nicht so... Ich bin unsichtbar. Ja, ich bin genau, du bist unsichtbar und ich greife keine Zombies an und dafür kriege ich die ganze Scheiße ab. Genau, und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Nee, und deswegen haben wir uns gedacht, ach, kopieren, und das Kopieren dauert ein bisschen, und da haben wir uns doch gedacht... Gucken wir uns mal den Horde-Modus an. Ich werde uns jetzt hier so einen kleinen Special-Eingang machen, der einfach nur so nach unten und nach oben geht. Ich wollte uns eine kleine Leiter machen, die man nur durch ein bisschen ein Labyrinth erreichen kann. Ja, durch den Boden. Mache ich gerade schon. Okay, ich habe jetzt hier auch erstmal Leiter. Die mache ich dann nachher wieder weg. Wir müssen ja wieder so eine... Ich mache dann wieder so eine Zombie-Fallgrube. Unterm Haus. Also ich hoffe mal, ich bin jetzt schon im Haus. Experten sind. Ja, wir sind total die Survival-Experten, ohne Witz. Bear Grylls wäre stolz auf uns. Oh, ein Loch. Ein Loch? Das ist der Underground-Eingang. Ja. Und da kommt halt gleich noch ein Loch in der Mitte, wo man wieder so rüberspringen muss. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, I don't have no Ausdauer. Das ist der Ausdauer-Blues. Wir haben gleich schon 7 Uhr. Die Zeit ist dran. Ach du Scheiße. Ein bisschen. Hilfst du mir? Ich brauche Wasser. Verdammtes Hacken Ding. Du hast auch Wasser. Ja, ich weiß, aber das habe ich gerade nicht gefunden. So, meine Ausdauer ist wieder aufgebaut. Jetzt kann ich mal wieder weiter schlachten hier. Schnetzel. Hetzel. Schnetzel. So, ich baue gerade den Weg nach oben. So, jetzt kommen wir bei uns ins Haus rein. Okay, dann kann ich hier hinten zumachen. So, aber das ist jetzt halt immer noch sehr offen. Das muss ich halt jetzt noch ein bisschen ausgeklügelter machen, dass die Zombies halt fallen, weißt du? Mhm. Ach, wo hab ich die Axt. Aber da müssen wir gucken, wie wir das machen, dass wir jetzt hier nicht runterfallen. Eine Leiter. Ah ne, Leiter können die ja benutzen. Aber so ein Leiter-Trick, weißt du? Okay, so ein Jump-Leiter. Genau. Wo man erst ins Loch springen muss, ein bisschen an die Leiter hochgehen muss und auf der anderen Seite auf die Leiter zu kommen. Okay. Kannst du dich darum kümmern? Ich kümmere mich noch ein bisschen, dass die Zombies nicht einfach hier so reinlaufen. Woher Climping Zombies? Ich hab noch mit Spikes, obwohl ich habe keine Spikes mehr. Ich habe jetzt eine Spike-Runde, mehr habe ich nicht. So, jetzt setze ich erstmal das Loch. Okay, wenn das Loch, ja, du hast das Loch irgendwie. Achso, da möchtest du die Leiter. Ich habe kein Holz mehr für eine Leiter. Echt nicht? Nee, hier, geh mal rein. Spikes. Hier liegen drei... Ich hab hier Holz hingepackt. Ach so, scheiße. Warte, ich schmeiß das Holz runter. Hier. Dankeschön. Müsste reichen, Dankeschön. Oder? Dankeschön. So, ja, ich muss uns jetzt mal ganz schnell hier... Ich muss uns ein Dach zaubern, sonst haben wir eine Arschkarte. Ach du Scheiße. Das ist gleich schon wieder so spannend werden muss, oder? Hm. So. Scheiße. Die kommen bestimmt hier unten rein, also. Obwohl, eine Leiter können wir hier innen bauen, ein, oder? Das müsste doch reichen, oder? Ja. Ja, das reicht doch. Eine Leiter an die Wand, das reicht zum Hochklettern. Scheiße. Ich muss ein Dach hier drauf kriegen. Ich glaube, du musst schon fast hoch. Oh, verdammt. So, jetzt kommt es wohl an. 20.30 Uhr haben wir. Ich glaube, wir haben alles getan, was wir tarnen konnten. Tarnen konnten. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Adrenalin. Adrenalin. Und jetzt mal wirklich. Scheiße, ich habe mich eingebaut. Nein, nicht kurz vor Nacht. So. Das ist der letzte Schutz mal dahin. Sag mir mal, ob hinter mir irgendwie gefährlich werden kann. Scheiße, willst du was sagen? Hm? Ich habe kein Holz mehr. Okay. Na, am nächsten Tag, falls wir diesen Nacht überleben sollen.
Dirt. Ich habe noch 4 Stone. Mach alles irgendwie, dass wir das Dächeriges hinkriegen. Stone ist jetzt gefallen. Können wir uns irgendwie irgendwo hinstellen und hoffen, dass uns nichts passiert. Oh oh. New Horde. Es wird auch noch eingeblendet, ganz assig. Oh oh. Oh oh. Die Frage ist, wie viele kommen? Jetzt kommen die jetzt alle oder kommen die jetzt so ein bisschen auch hordemäßig? Das heißt, mal einer, mal drei, mal fünf, sonst also, was. Also, ich würde mal sagen, ich mache uns hier mal ein bisschen Licht. Ich habe noch Fackeln. Da hinten kommen sie. Da hinten kommen sie. Links. Ach du heiliges Kanonenrohr. Und ich habe gerade einen Megalack. Also, einer ist schon gestorben irgendwo. Ich habe einen Megalack. Ja? Mhm. Ich glaube, die Aufnahme ist bei mir beendet. Ich glaube, die Zombies bewegen sich auch